schon irgendwie anders. Würde ich sagen. Keine Ahnung. Mir geht's auch ganz gut. Dankeschön. Was versuchst du zu bauen? Ich versuche im Grunde hier in meiner Vault eine Art Außenbereich zu simulieren. Die Bewohner der Vault sollen quasi, nachdem die hier in ihren Zimmern sind, nachdem die hier trainieren, sollen die quasi aus ihren Zimmern rausgehen und das Gefühl haben, in den Stadtpark zu gehen, in den örtlichen. So ein bisschen wenigstens. Das ist gerade die Idee. Ab dem 35.12. habe ich es auch auf dem PC. Ja, da kann man natürlich nochmal ganz anders modden, wie hier auf der PlayStation. Aber ich habe es vorher eh schon gesagt, ich finde, die Modder haben hier Erstaunliches geleistet. Also die haben hier wirklich alles rausgeholt an Mod-Möglichkeiten, was man rausholen kann, finde ich. Und sogar mehr. Mehr als möglich ist? Weiß ich nicht. Irgendwie schon. Mehr als man anfangs dachte. Guckt, diese verbackte Ameise. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Da stimmt was nicht mit dieser Ameise. Ihr wart alle meine Zeugen. Oh, gehen die gar nicht? Sind das gar keine echten Lichtquellen? Oder muss ich die verkabeln? Muss ich mir nachher nochmal anschauen. Aber ihr wart alle dabei, wie ich die Ameise genommen habe und da in den Park gesetzt habe. Und jetzt ist sie nicht mehr im Park. Jetzt ist sie gerade unter dem Boden geglitscht und ist hier wieder aufgetaucht. Diese Ameise macht mich fertig. Dammit. Wenn ein Vault-Bewohner zum Schutz mit einem Fatman ausgerüstet ist, dann ist das eher semi-optimal für die Bewohner. Ja, das glaube ich. Die KI macht da kurz einen Prozess. Ameise, du machst mich fertig. Geh doch in den Park. Ist es hier nicht schön? Hast du hier nicht Erde? Hier gibt es doch sicher tolle Sachen zu plündern, nicht wahr, Mann? Jetzt bewegt sie sich richtig und krabbelt rum. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Jetzt krabbelt sie da richtig rum. Und das ist total irre. Warum ist sie denn da hinten eine stationäre Station? Oder so. Und hier krabbelt sie richtig rum. Verrückt. Naja, die machen anscheinend kein Licht. Doch, die benötigen nur Strom. Muss ich die direkt verkabeln? Tatsächlich. Jetzt werden sie richtig verkabelt eigentlich, oder? Ich habe hier extra den kleinen Ponöpel. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich muss mal ganz kurz testweise hier einen Generator hinstellen, nur um zu sehen, woran es liegt. Ich meine, so ein alter Benzinverbrennungsmotor in dieser geschlossenen Vault ohne funktionierende Lüftungsanlagen ist ja auch eine gute Idee. Nee, die gehen einfach nicht. Packt euch! Packt euch ohne Wiederkehr. Aber die gehen auch nicht. Und die gehen eigentlich schon. Dann stimmt vielleicht was mit der Verkabelung da unten nicht. Aber alles andere funktioniert irgendwie auch. Keine Ahnung, ist schon komisch. Ah ja. Tatsächlich. Jetzt wird's gehen. Mache ich aber anders. Machen wir schöner. Ohne Generator. Wie hast du es geschafft, dass du kein Limit beim Bauen hast? Da gibt es ganz viele Mods, auch auf der PS4, die das zum Glück alles reparieren und umgehen. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber da gibt es extra einen Mod, der zum Beispiel eigentlich nur die Reichweite von diesen Ponöpeln, die ich gerade suche, erweitert. Und das Baulimit entfernt.
Wo sind denn die Ponöpel, die ich suche? Die müssten schon bei Power sein, eigentlich. Ah, hier sind die dabei. Genau euch brauche ich. Okay, so sollte das hoffentlich einigermaßen funktionieren. Und dann brauchen wir den kleinen Generator hier nicht. Nein, warum funktionieren denn die nicht? Hey, warum funktioniert denn das Power-Ding hier von der Vault nicht? Die Vault hat ganz sicher Strom, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Schon alleine wegen dem riesen Generator, den ich da hinten reingebaut habe, sollte eigentlich die komplette Vault mit Strom versorgt sein. Also keine Ahnung. Aber hier ist theoretisch schon Strom, oder? Jetzt muss ich hier mal eine Lampe aufhängen. Weil hier ist es auch so dunkel. Nö, eigentlich geht's. Eigentlich haben wir hier Strom. Dann weiß ich's auch nicht. Aha. Hier nicht. Ha. Interessant. Okay, aber was? Das ist jetzt echt hier komisch. Was, wenn ich hier jetzt einen Ponöpel hinmache und mit dem Ding verbinde? Ja, dann haben wir wieder Strom. Hm. Interessant. Verstehe ich nicht. Heute gibt's Oddworld New and Tasty gratis. Auf, wie heißt's? Nicht Steam, nicht Good Old Games, sondern Epic, im Epic Store, oder wie? Hab keinen gefunden. Warte mal schnell, ich kann mal schnell gucken. Manchmal funktioniert das nicht, die Mods hier zu laden, dann will er plötzlich mein Passwort haben. Aber wenn ich mich schnell einloggen kann, problemlos, kann ich es dir schnell zeigen. Ich habe eh aussortiert bei den Mods so ziemlich. Es sind jetzt gerade nur ein paar wenige aktiv. Den würden wir gleich finden. Aber wie gesagt, hoffentlich funktioniert. Mods werden geladen. Ja, jetzt pass auf. Der Mod, der das gut macht, ist der Power Contactor Radius Increase irgendwas Mod Version 3. Damit haben die ganzen Power-Kontakte einen viel größeren Radius, in dem die Energie speisen können. Da muss man nicht so viel Ponöpel überall bauen und Kabel verlegen. Und das Baulimit wird quasi auch bei allen Settlements komplett weggewurstet. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich kann euch eh mal ganz kurz zeigen, die anderen Mods, die ich hier benutze, die auf der PlayStation 4, finde ich, wirklich existenziell wichtig sind zum Bauen, sind alle USO-Mods. Alles mit USO. Unlock Settlement Objects. Da gibt es ganz viel verschiedene, die alles Mögliche freischalten. Die würde ich alle nehmen. Die sind alle gut und wichtig und man hat ganz viel zu bauen. Das Place Anywhere Tool in der vierten Version. Das ist dieser komische Stempel, den ich zum Glitchen benutze. Und dann haben wir hier noch den OC Decorator und den OC Decorator DLC. Die sind eben auch ziemlich wichtig, um das ganze Kleinzeug zu dekorieren. Das sind im Grunde die Hauptmods, die ich hier so benutze. Ponöpel, das Wort des Jahres 21. Das benutze ich doch schon immer. Ach, guck mal, der Koch bleibt wenigstens wirklich hier in der Küche, wo er bleiben soll. Nur die Händlerin. Die nicht. Naja. Was soll's. Glitchponöpel, wo ist er denn? Glitchstempen. Wo ist denn wirklich der Glitchstempen? Den habe ich doch zuletzt hier irgendwo benutzt, oder? Ach, da ist er. Komm mal her. Baumodus. Von den Experimenten gehört, die an solchen Orten stattfanden. Menschlichkeit war damals wohl Mangelware.
Mach das, der Cluedo. Geh lurken. Ah, ich hab's befürchtet. Genau das habe ich befürchtet, wird noch oft passieren. Ah ja, gut, jetzt hat's geklappt. Wo wollte ich denn eigentlich hinstellen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich wollte den da reinstellen. Mein Charakter ist fix und fertig. Die kommt gar nicht mehr klar. Und? Sieht scheiße aus. Aber jetzt kriegen wir ihn nicht mehr weg. Passt schon. Aber wir brauchen vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Licht. Diese Lichtphysik in dem Spiel ist wirklich so seltsam. Ja, das bringt sehr viel gerade. Ah ja, was soll's. Hat der halt nur so ein bisschen von der Seite angeleuchtet. Da oben ist eine Glühbirne. Was machst du da? Warum leuchtest du eigentlich nicht Glühbirne? Oder ich mache nochmal so ein Streetlight. Ah ja, stimmt, genau. Das war ja das Problem. Aus irgendeinem Grund funktioniert dieser Ponöbel hier nicht als Steckdose. Und ich habe keine Ahnung, warum eigentlich. Weil eigentlich sollte der funktionieren. Aber jetzt passt mal auf. Jetzt mache ich mal was. Jetzt mache ich mal hier so einen Ponöbel. Neben dem einfach an die Wand. Weil der müsste komischerweise funktionieren, oder? Oder nicht? So funktionieren doch eigentlich die Walltech-Sachen. Ha, es ist ein Mysterium, finde ich. Warum funktionieren denn die ganzen Lampen hier? Wo kriegen denn die ihren Strom her? Das kann doch gar nicht sein. Hier drin habe ich auch viel verkabelt. Und wo geht das Kabel hin? Wahrscheinlich in eine Wandsteckdose, oder? Ah ja, genau, hier. In die Wandsteckdose, natürlich. Weil die ja eigentlich funktionieren. Oh Gott. Warum gibt es nicht so einen ein bisschen kleiner, dass der hier reinpasst. Oder bauen wir hier einfach einen hin? Aber das Blöde ist, dass der Stromausgang, der Ponöbel von dem Ding oben drauf ist, das wird wieder nicht funktionieren. Hä? Wo kommt denn das Kabel her? Hä? Das stimmt aber was ganz und gar nicht. Wo kommt denn das Kabel bitte her? Okay, gut, weg mit dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, wisst ihr was? Bauen wir einfach hier nochmal so ein... Nee, bauen wir nicht. Oder doch? Puh, ist ziemlich groß. 4 Bodenplatten müsste ich austauschen. Dann könnten wir hier einfach so einen Reaktor ins Gemeindezentrum bauen. Die Leute werden sich freuen. Das ist absolut sicher. Macht euch keine Sorgen. Es droht keinerlei Gefahr eines nuklearen Meltdowns hier. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist. Tada! Aber der Wandponöbel funktioniert immer noch nicht. Aber macht auch nichts. Ich bin nicht so der Fan, wenn vor meiner Bude einfach so ein Atomreaktor steht. Ach, das ist alles nur Panikmache. Total sicher und auch noch wunderschön. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Von den größten Sicherheitsexperten des Ödlands installiert. Bringt sogar ein Level ab, weil es so gut ist. Sadala, wenigstens funktioniert es jetzt. Nein, warum funktionierst denn du immer noch nicht? Warum brauchst du denn wieder eine extra Wurst? So, jetzt haben wir alles verkabelt. Jetzt haben wir hier wenigstens echt Großstadt-Flair. Und einen Atomreaktor.
Ich meine, ich wollte die Eingangshalle hier vollkriegen. Ich wollte, dass die ein bisschen voller ist und nicht so leer wirkt. Ich würde sagen, das haben wir geschafft. Das zumindest funktioniert jetzt. Wenn man zu lange daneben ist, kann man sogar leuchten. Ich meine, ich glaube, also die Gefahren von Atomenergie werden total überdramatisiert. Da kann überhaupt nichts passieren, oder? Oder, Siedler? Eben. Alles gut. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht hier drin. Es ist ein bisschen dunkler an manchen Orten. Ich habe vergessen, dass die Fallout Engine quasi nicht vorsieht, dass man große Räume ausleuchtet. Das heißt, wir müssen viele kleine Lichtquellen machen. Hier das Eck ist auch sehr dunkel. Da würde ich gerne irgendeine Lichtquelle irgendwie verstecken. Vielleicht können wir hier eine kleine Bodenlampe in den Busch schieben. Tada! Na, das ist doch gar nicht so blöd. Vielleicht machen wir das überall. Die neuen Heckenlampen. Von What the Heck? Warum ist die denn jetzt nicht... Geh doch rauf. Genau so. Muss ich erst den Glitchstempen holen? Aha, auf einmal geht's. Vor dem Glitchstempen haben sie Angst. Ach, die stehen hinten so ein bisschen raus. Ich tue einfach so, als wäre es Absicht. Tada! Ah, du bist ein bisschen sehr weit. So. Das ist Absicht. Ich habe da extra spezielle Buschlampen installiert, damit die von außen den Baum anleuchten. Das ist Sinn der Sache. So, jetzt leuchten wir den Reaktor noch an mit ein paar Strahlern. Hier ist es auch noch sehr dunkel. Schade. Ah ja, wartet mal. Ich glaube, ich weiß schon, was wir da machen. Da brauche ich eine Wandlampe. Und zwar so eine hier. Die würde ich jetzt gern einfach hier bitte hinhängen. Aus irgendeinem Grund mag die nicht. Dann nehmen wir halt die. Ein dezentes Licht. Naja, meinetwegen, hier ist es noch sehr dunkel. Nee. Nee, komm, weg mit dir. Oh Gott. Hallo, Tops Bobs, wie geht's? In Fallout 76 kann man nicht mal 1% davon bauen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich benutze hier auch Mods. Auch in Fallout 4 könnte man nicht mal ansatzweise so viel bauen, wie man hier bauen kann. Das Problem ist halt nur, das ist das große Problem von Fallout 76, das ich damit habe mit dem Spiel. Ich kann halt in Fallout 76 keine Mods benutzen, die das so für mich verändern, dass das für mich passt. Und somit haben wir ein Problem. Das Spiel und ich. Leider. Wenn die halt einfach nur echte private Server gemacht hätten, die ich dann nach Lust und Laune modden kann, dann könnte Fallout 76 ein ziemlich cooles Spiel sein für mich. Glaube ich. Aber so nicht. Oh, ist das eine Radarschüssel oder ist das so ein Laser, das die auf Hoth in Star Wars benutzen, um die Walker abzuwehren? Relativ ineffizient. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist so ein Laser. Deswegen stelle ich den hier an den Eingang. Und wenn irgendwer reinkommt, wird der sofort weggeschossen. Pew. Ich stelle hier überhaupt, glaube ich, ein bisschen mehr so Technik-Blim-Blim auf. Warum denn nicht? So.
wenn da jemand reinkommt, das ist nur zum Posen. Wenn jemand reinkommt, soll er beeindruckt sein von dem ganzen technischen Zeugs, das hier rumsteht. Ah, und natürlich, genau, wird man hier gleich entstrahlt. Hier noch eine fancy Konsole. Die Xbox 4065X ist das. So, hier auch noch ein ganz wichtiges Gerät. Und was macht das? Wissenschaftszeugs. Hochkompliziert. Könnte ich Ihnen erklären, würde aber viel zu lange dauern. Sage ich dann zu den Besuchern. Da werden die Wachen extra geschult, dass die besonders fancy Namen für die ganzen Geräte erfinden. Damit man Besucher beeindruckt. Das ist unser Maschinengerät 5000. Wenn Sie wüssten, was man mit dem Ding alles machen kann. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ach ja. OC Decorator, schauen wir mal, was wir an Objekten haben, die wir vielleicht benutzen können, um unseren Eingangsbereich noch ein bisschen mit Kleinkrams und Klimbims zu dekorieren. Das wäre gut. Das ist eine Steckdose. Das ist eher eine Logikschaltung eigentlich. Wie hast du es geschafft, die Wall-Tech-Angestellten so zu fixieren, dass die nicht überall rumlaufen? Ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht sicher. Irgendwie hat es funktioniert. Ich hätte das auch versucht hier drinnen im Diner, in der Cafeteria. Und bei ihm funktioniert es auch. Der Koch bleibt hinten beim Herd stehen, zumindest einigermaßen. Aber sie sollte eigentlich hier an der Theke stehen. Tut sie aber nicht. Sie geht da hinten hin. Keine Ahnung. Bei manchen NPCs funktioniert es, bei anderen nicht. Ach so, genau. OC Decorator wollte ich jetzt noch. Und dann, wenn wir jetzt hier ein bisschen noch mit Kleinkrams dekoriert haben, würde ich sagen, schließen wir das Atrium erstmal ab. Zumindest hier im Grundgeschoss. Dann können wir uns vielleicht wirklich mal um die Zimmer der Begleiter, der einzelnen Companions kümmern. Eventuell. So. OC Decorator. Haushalt und Personal Effects. Ja, ich meine, warum nicht so ein bisschen Kleinkram? Es können ja ruhig ein paar Holotapes und so einfach rumliegen. Aber leider kann ich die schon wieder nirgends... Ah doch, okay. Ne, solange ich die Sachen jetzt so platzieren kann, platziere ich einfach ein paar davon und ansonsten muss dann der Glitch-Stempel herhalten und uns ein bisschen dabei helfen. Aber solange es so gut geht, geht's. Legen wir einfach mal ein paar Sachen rum. Ein Schlüssel, den hier jemand vergessen hat. Na, du glitschst so blöd in dem Bodenschlüssel irgendwie. Mag ich nicht. Komm wieder weg. Die glitschen leider alle so blöd in dem Boden. Da bräuchten wir dann doch unseren Glitchstempel wieder. Ah, ich bin so blöd, Leute. Ich hätte das hier als letztes machen sollen. Wir hatten hier so eine schöne Fläche für unseren Glitchstempomaten. Und jetzt habe ich die hier vollgestopft. Na gut, hier. Ich glaube, das ist auch noch eine groß genug Fläche. Damit wir hier ein bisschen Glitchmaterial. Also Sachen, die mit Hilfe unserer Stempel ein bisschen geglitscht werden müssen. Können wir hier auch platzieren. Einfach ein bisschen Kleinzeugs verteilen. Das ist immer gut. Das wirkt immer schön, wenn einfach ein bisschen Zeug rumliegt. Das macht es ein bisschen lebendiger.
Kann es sein, dass die Objekte hier nur ganz komisch schweben und sich gar nicht so richtig drauf platzieren lassen? Ja. Dann ist es... Ah! Nein! Okay. Ah ja, da passt. Okay. Gut, schauen wir mal, was hier in der Kategorie ist. Ah ja, so ein Eimer. Kann man hier irgendwo einfach hinstellen? Ja, genau. Warum denn nicht? Eimer passt immer für so Außenbereiche. Ein Eimer geht immer. Und ein Besen, der verschwindet halt im Boden. Den werden wir dann auch mit Hilfe unseres Glitzstempels platzieren. Warum nicht? Pümpel, natürlich. Pümpel geht immer. Man kann nie genug Pümpel haben. Ich glaube, ich verteile ein paar Pümpel in der Vault. Pümpel braucht man auch mal, um seinen Atomreaktor zu entkalken. Nicht nur für Toiletten geeignet, so ein Pümpel. Oh, schade, ich habe gar nicht mehr so viel Pümpel. Na gut, hat sich schon ausgepümpelt. Ja, klar, Zahnpasta und eine Bürste. Warum nicht? So ist das eben. Da hat sich jemand halt, weiß ich nicht, müsste ihn fragen. Schade, dass so viele Objekte so im Boden versinken. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja den Glitzstempel installiert. Hier gehen die Lampen wieder alle nicht, aber naja, gut, ist auch nicht so schlimm. Creepy Kuscheltiere auf den Zuschauertribünen, das finde ich gut. Und ein paar Gartenzwerge. Irgendwer muss ja zusehen. Beim imaginären Basketballspiel, das überhaupt nicht stattfindet. Hey, jetzt können wir was Unglaubliches machen. Wir können einen Schirmständer bauen und können dann mit dem Glitch-Tool einen Schirm in dem Schirmständer platzieren. Das wird so gut. Unglaublich. Ich bin wirklich gespannt, wie viel die PS5 ertragen kann an Dekoration. Und wenn die sagt, okay, nee, jetzt ist Schluss. Ich rauche jetzt ab. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Irgendwann. Höchstwahrscheinlich. Eine Urne. Keine Ahnung. Ich glaube, ich stelle die einfach mal. Die glitschen wir irgendwo drauf. Hey, wo kommt denn ihr alle her? Habe ich was verpasst? Ist irgendwie Essenszeit oder so? Auf einmal kommen sie alle. Essen brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber so ein paar Getränke. Ja, hat halt jemand Whisky aus der Tasse getrunken, wie man das halt so macht in der Apokalypse und wenn man gerade kein sauberes Glas hat. Aber vor allem ein paar Nuka-Colas würde ich gern eigentlich rumstellen.
Tja, der Tisch ist schon ganz gut, glaube ich. Hier, der ist eh schon so voll. Es steht sogar die Vase, finde ich, schon zu nah am Rand. Wartet mal. Ich würde gerne... So eher. Okay, gut. Ich würde gerne ein paar Sachen auf die Bank stellen. Dafür muss ich die aber erstmal hier aufs Glitch-Abstellgleis legen. Ja, Piper, genieß gleich mal die neue, wunderschöne Launch-Ecke, die ich hier gebaut habe. Gut. Sehr gut. Dass man nicht einfach Zeug auf die Werkbänke stellen kann. Bethesda, was ist los mit euch? Warum kann man so viele Sachen nicht? Und warum ist das Spiel 100 Jahre alt und ihr habt manche Hitzer uns immer noch nicht gepatcht von euren Sachen? Was soll das eigentlich? Na schöni Popöni. Ich glaube... Ja, vielleicht ein paar Spielzeuge. Das ist vielleicht gar keine blöde Idee. Aha. Ein Ball. Den habe ich jetzt leider. Ich habe den nicht. Oh Mist. Ein Ball wäre so gut. Also eine neue Engine glaube ich nicht. Die haben ja schon gesagt, dass die jetzt für das neue Elder Scrolls oder was für Starfield, ich weiß es nicht, für irgendein Spiel, das die gerade machen, überarbeiten die Engine mal wieder und haben die Engine so stark überarbeitet wie noch nie zuvor, haben sie gesagt. Na, meinetwegen. Ich meine, ist ja okay, vielleicht funktioniert es ja. Aber ich glaube, eine wirklich neue Engine werden die so schnell nicht nutzen. Ist ja auch verständlich, weil... So eine neue Engine bedeutet halt auch extrem viel Arbeit für die Entwickler und extrem viel Zeit, weil die Entwickler alles ganz neu lernen müssen mit einer komplett neuen Engine. Das ist schon verständlich, dass die da lieber ihre eigene benutzen. Die muss man nicht lizenzieren, die besitzt man schon und jeder in dem Unternehmen, also er ist ganz neu, aber jeder ist quasi ein Profi in dieser Engine. Und selbstverständlich will man die behalten, wenn es geht. Aber muss halt schon irgendwie was gemacht werden, habe ich das Gefühl. So kann man das irgendwie nicht lassen. Nicht sehr zukunftsträchtig. Aber gut, vielleicht steckt ja wirklich noch viel mehr drin. Man kann theoretisch noch viel mehr machen. Welches Fallout findest du war das Beste? Ich schwank so ein bisschen zwischen Fallout 2 und Fallout New Vegas. Ich weiß gar nicht genau, warum habe ich hier überhaupt eine Urne? Was will ich überhaupt mit der Urne? Ich habe keine Ahnung. Hatte ich irgendwie Pläne mit der Urne? Jetzt steht die hier auf der Bank. So. Das Kissen wollte ich hier auf die Couch einfach legen irgendwo. Die Nuka-Cola, die wollte ich wahrscheinlich auf eine Bank stellen, sonst hätte ich die nicht glitschig gemacht. Stellen wir die woanders hin. Vielleicht ist ja in der Urne Süßigkeiten drin. Vielleicht ist das gar keine Urne, sondern eine Süßigkeitenbox. Glaube ich. Einfach. Ich glaube fest daran. Ja, die steht hier absichtlich drin. Die ist gekühlt. Da sind Eiswürfel mit drin. Glaube ich. Habe ich mir gerade ausgedacht. Wahrscheinlich ist es so. Ja, Schirm in den Schirmständer. Tata! Wow. Ist das nicht cool?
Faszinierend. Teddybär, was wollte ich mit dir gleich nochmal machen? Wollte ich dich auf die Tribüne setzen? Und es ging nicht? Wahrscheinlich. Dann setze ich dich jetzt hier auf die Tribüne. Na schon, langsam ist hier eine richtige Crowd. Der Blick gerade. Der verächtliche Blick gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute sind immer noch nicht so ganz glücklich hier in der Vault. Ich tue, was ich kann, aber irgendwie... Ich erwarte freudestrahlende Gesichter hier irgendwie, die durch die Vault toppeln und sagen, ja, wir wohnen im besten Ort des Ödlands. Vielleicht ist es einfach der Sonnenlichtmangel. Es ist auch wirklich sehr dunkel hier in der Vault, so allgemein. Bisschen doof. Hier wäre jetzt ein Aschenbecher gut, aber ich bin zu faul, einen zu suchen. So, hier haben wir den Besen. Den wollte ich eigentlich einfach irgendwo an die Wand lehnen. Der Winkel ist leider ein bisschen, aber gut, passt schon. Schwebt der? Ah, geht schon. Dann fehlt nur noch das Bild. Sehr schön. Wo stellen wir das hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich keinen Platz mehr für das Bild. Eigentlich ist alles voll. Stellen wir das hier auf eine Werkbank. Hier, das versucht hier jemand nachzubauen. Deswegen hat er sich das Bild hingestellt. Ganz gerecht. Hier an der Werkbank will jemand dieses Gebäude nachbauen. Ich meine, warum nicht? Ambitioniertes Projekt. So, gut. Cancel Popancel. Der Besen steht echt ein bisschen steil. Das gefällt mir nicht, aber passt schon. Sie ist immer noch grumpy. Die Marcy. Die Marcy Long. Nie passt ihr was. Na? Ramen hat sich hier auch gemütlich gemacht. Wie gesagt, ich habe da hinten extra einen Ramen-Anlegeplatz. Aber gut, parkt euer Ramen hier in der Haupthalle. Ist auch okay. Okay. Soweit. Soweit, so gut. Ah, Sport und Fitness. Ist hier auch ein richtiger Basketball? Ist das ein Basketball? Das sieht eher so wie ein Medizinball oder so. Aber ich glaube, es ist der beste Basketball, den wir haben. Oh, Hanteln wären gut. Ach, schade, ich habe gar keine gecraftet. Machen wir vielleicht noch. So ein paar Hanteln hier rauslegen wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Stimmt, ich wollte ja eigentlich auch noch irgendwo eine Bowlingbahn machen. Damals. Als die Vault noch jung war. Mein Gott, alles glitscht hier in dem Boden. Alles müssen wir wieder rausholen. Komm, Glitzstempen, tu deinen Job. Ich will hier nur einen Ball hinlegen. Es ist nicht so, dass ich hier irgendwas total Unglaubliches von dem Spiel erwarte. Ich will hier nur einen Ball und einen Handschuh hinlegen. Das ist eigentlich alles. Weil der jetzt aufrecht stehen muss, leider. Lehne ich den wenigstens hier so ein bisschen, oder hier, lehnen wir den hier so ein bisschen an. So, hallo Zakorak, mir geht's gut. Und dir? Wir sind hier gerade wieder ein bisschen am Vault dekorieren. Jetzt, wo es wieder geht.
So. Vorsicht. Okay. Danke, Glitchbalken. War mir wie immer ein Vergnügen. Hier, die Beleuchtung ist hier einfach immer noch nicht gut. Ich glaube, wir brauchen irgendwie noch mehr schönere Beleuchtung. Morgen geht's nach Berlin. Was machst du denn in Berlin? Vielleicht, wenn ich hier ein paar Strahler, ein paar Bodenstrahler so ein bisschen unauffällig... Also mehr oder weniger unauffällig. Dann funktioniert das gar nicht. Aber irgendwie müssen hier Teile der Tribüne besser angeleuchtet werden, habe ich das Gefühl. Weil sonst sieht es komisch aus. Und auch hier ist es einfach zu dunkel. Okay, ist es besser. Ich meine, jetzt stehen halt hier die Strahler rum. Eigentlich wollte ich das nicht, weil das ist irgendwie doof. Aber, mein Gott, hilft ja nichts. Geheimprojekt kaufen hoffentlich. Ah, ich verstehe. Cool. Secreto. Was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Lampe an die Powerrüstung anbringe und dann in die Powerrüstung einsteige? Schwebt dann die Lampe oder bleibt die Lampe an meinem Anzug? Zweiteres wäre super cool, ist aber glaube ich leider nicht so. Schade. Schade, wäre gut gewesen. Ich parke jetzt mal die Rüstung um, die stört hier eh. Ich bin beeindruckt. Wie konnten die Leute an so einem Ort nur ihren Verstand behalten? Ich versuche auszusteigen. Das ist nicht so leicht so jetzt. Strong sein, hungrig, wollen essen. Ja, dann iss halt. Ich hab Strong. Ich hab dein ganzes Zimmer voll mit Fleisch gepackt. Guck dir das an, eine ganze Badewanne. Fische, hier, iss erstmal das Netz hier auf. Und dann reden wir weiter. Iss erstmal deine Kuh. In einem dieser Rattenlöcher festzusitzen, nur mit einem Ghoul reisen. Selbst wenn er mein Herr ist. Oh Gott, ey. Das ist echt super. Ich versuche hier die Vault möglichst schön und wohnlich zu bauen und die Kommentare sind die ganze Zeit nur, wie konnten die Menschen hier in diesem Loch nur ihren Verstand behalten? Ich würde lieber sterben, als hier in so einem Bunker zu leben. Na super, danke. Kritik angekommen. Undankbares Pack. Ja, dein Zimmer gibt es noch. Jetzt pass auf. Das suche ich mal schnell. Ich konnte mich da überhaupt nicht mehr erinnern. Und als ich vor ein paar Folgen, vor ein paar extra lange Let's Play-Folgen in die Zimmer gestolpert bin, habe ich mir gedacht so, the fuck, was habe ich denn hier gemacht? Aber Ramsay und du habt ja eure eigenen Vault-Aufseherzimmer gekriegt. Oh, da ist irgendein Tisch verschwunden, weil ich irgendeine Mod deinstallieren musste. Den müssen wir ergänzen. Muss ich kurz schauen, welches Zimmer gleich nochmal welches war? Ah ja, das war Ramsays Zimmer. Hier ist eine Baustelle. Das war dein Zimmer. Zakoraks Zimmer. Genau. Die Zakorak Vault Aufseher Lounge. Ist ja eigentlich auch noch. Habe ich hier den Zakorak. Das ist er, oder? Der Zakorakator von damals noch. Das ist jetzt schon 4 Jahre, glaube ich, ja, ne? Verrückt. Der Zakorak. Der Zakorakator und Radium Ramsay und die anderen. Artefaktwaffen, die auf Patreons basiert haben. Das war schon cool. Mit Musikstudio. Jetzt mit dem neuen Geheimprojekt müsste man hier fast nochmal neu einrichten. Da müssen wir echt nachher nochmal einen ordentlichen Tisch reinglitschen.
Ja. Schon schön. Hast du eine bestimmte Vorliebe? Ich bin eher der Mantis-Typ. Na, ich hab ja vor der Vault. Ich hab ja vor der Vault so einen Fuhrpark und eine riesen Garage und Werkstatt und so. Das passt ja dann auch. So, der Laden. Na gut, ich würde sagen, hier ist jetzt dann aber schon langsam, glaube ich, alles fertig im Atrium. Sieht jetzt besser aus als vorher? Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht auf jeden Fall lebendiger aus, als würden hier Leute leben. Ehrlich gesagt bin ich nicht zufrieden mit dem Generator, aber irgendwie funktioniert halt der Strom nicht. Da ist ein bisschen was buggy und glitschig und da hilft's nichts. Das muss... geht nicht anders. Oh ja, stimmt, hier aus dem Creation Club haben wir noch ein paar Gemälde. Die könnten wir aufhängen, weil sie einfach anders sind, weil sie neu sind. Die Fallout-Gemälde, die Partys gibt, die Katzenbilder und Landschaftsbilder. Kennt man halt doch schon in- und auswendig. Da sind so ein paar Creation Club-Bilder. Gar keine so schlechte Idee, glaube ich. Um die Wände ein bisschen zu schmücken. Cool. Ah, es gibt auch noch bessere, schönere Topfpflanzen. Davon stellen wir noch ein paar auf. Oder vielleicht gar nicht schönere oder bessere, aber andere. Und das alleine ist schon cool. Davon verteile ich noch ein paar. Ah, die in den Kübeln werden eher was für oben, für den Garten. Das ist auch eher was für die Spielhalle oben. Die Poster hier darf ich nicht vergessen. Ah, schöne Teppiche. Nach denen habe ich schon gesucht. Das ist eine gute Idee. Da könnte man echt noch ein paar davon auslegen. Ich weiß gar nicht genau, weil die Fläche ist einfach so groß. Aber vielleicht so hier vor den Räumen so ein bisschen vielleicht. Keine Ahnung. Oh oh. Da stürzt es ab. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Na, schauen wir mal. Da ist es passiert. Mal schauen, ich hoffe, dass es nicht jetzt schon losgeht, dass das regelmäßig passiert. Ich meine, wenigstens 3 Stunden konnten wir jetzt ohne Absturz bauen. Hoffentlich war das nur ein Ausrutscher, der alle paar Stunden mal passiert und nicht das Zeichen dafür, dass wir schon am Limit angekommen sind. Das wäre wirklich schade. Ich habe zum Glück immer wieder mal schnell gespeichert. Aber ich glaube, hier steht noch nicht mal auf dem Bild der Generator. Vor über einer halben Stunde habe ich das letzte Mal... Das kann... Wirklich? Naja. Weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte öfter schnell gespeichert. Aber schauen wir mal. Oh, das wäre wirklich schade. Das wäre schon vor dem Dekorieren der ganzen Tische gewesen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Gucken wir mal. Weil sonst war das wieder ein kurzes Projekt, dass wir zurück in die Vault kommen. Aber das ist auch gut. Von Anfang an war der Plan, wir bauen, bis die PS5 abbraucht. Wenn es jetzt schon soweit ist, dann ist es halt jetzt schon soweit. So ist das eben. Dann suchen wir uns das nächste Projekt. Mensch, oh, das tut jetzt aber schon ein bisschen weh, dass hier die ganze Dekoration quasi verschwunden ist. Dass das nicht gespeichert wurde. Habe ich wirklich so lange nicht mehr schnell gespeichert? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es sieht so aus. Mensch. Ist wirklich mein letztes Safe Game. Oh, das ist schon sehr schade jetzt. Das ärgert mich schon. Ich meine wirklich, das war jetzt eine halbe Stunde Kleinzeugs auf den Tischen verteilen, die jetzt quasi flöten gegangen sind. Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich mich. Ah, schade. Und was mich noch mehr ärgert ist, ich wollte nämlich um 19 Uhr, also kurz vor dem Absturz, schon sagen, okay, da machen wir jetzt aber für heute Schluss mit Fallout und das fangen wir mit dem nächsten Spiel an. Und hätte ich das gemacht, hätte ich gespeichert und alles wäre gut gewesen. Naja, müssen wir vielleicht nochmal neu dekorieren, aber heute nicht mehr. Jetzt bin ich gerade zu gefrustet dafür. Ich würde sagen, wir legen jetzt wirklich kurz eine Pause ein, 10 Minuten Pause oder so, und dann machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Mit, ja, bleiben wir auf der PlayStation 5, da muss ich nicht so viel umbauen erstmal. Dann spielen wir jetzt mal eine Runde Cyberpunk noch, oder zwei. Und dann steigen wir nochmal um auf Generation Zero hinten raus. Mal gucken. Aber ja, dann speichere ich jetzt nochmal richtig. Ich weiß noch, wie ich immer bei meiner Burg 20 Mal neu starten musste, weil alles lila dargestellt war. Ja, ja, es ist ja schon öfter passiert, sowas in der Art, dass leider... es wird halt nicht automatisch gespeichert von dem Spiel, außer man geht in sein Inventar und wieder raus. Und während ich baue, mache ich das halt relativ selten. Deswegen funktioniert auch das Autosave-Feature hier leider nicht wirklich. Und da ist schon öfter mal sehr viel Baufortschritt verloren gegangen durch die Abstürze leider. Ärgerlich, aber kann man nichts machen. Na gut, machen wir schnell Pause. Wie gesagt, 10 Minuten würde ich sagen, oder? Und dann geht's weiter mit Cyberpunk. Macht's gut, bis gleich. Ciao.